Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Soul Mask. Wir sitzen hier gemütlich am Feuer. In der letzten Folge haben wir uns zwei neue Mitbewohner geholt. Die schlafen hier noch hinter uns. Die werden wir jetzt mal wecken. Dabei habe ich einen Fehler festgestellt. Und zwar, ihr seht, ich habe jetzt oben hier erfreute Stimmung. Eine halbe Stunde, angenehm und trautes Heim. Ne? Alles soweit okay. Sobald ich mich auf eine Bank setze, dauert es einen kleinen Moment. Und nur noch die erfreute Stimmung bleibt da. Wir haben jetzt alles Mögliche ausprobiert. Wir haben jetzt hier zum Beginn, man muss sagen, ist jetzt gerade ein Patch erschienen, also am heutigen Tag oder gestern oder sowas. Sobald ich mich hier hinsetze, auf den Stuhl, genau das gleiche Thema. Da wird irgendwie dieses angenehme und traute Heim aufgelöst. Was ich übrigens hier vorne, zeige ich auch mal im Vergleich. Ich laufe hier mal in eine Werkstatt rein. Sofort auftritt, trautes Heim. Obwohl kein Feuer in der Nähe ist, kein Bett, überhaupt nichts. Setze ich mich auf die Grasmatte. Also ich setze mich nochmal hier auf die Bank. Damit ihr seht, dass nach einem kurzen Moment macht's plunsch, alles ist weg. Setze ich mich aber auf die Grasmatte. Kommt wieder trautes Heim. Also irgendwas scheint mit den Stühlen aktuell nicht richtig zu sein. Da, jetzt kommt auch angenehm, jetzt ist Level 2, wir haben Stühle in der Nähe und. So, jetzt habe ich das Thema, jetzt kommt auch die erfreute Stimmung der Buff. Also irgendwas, die Grasmatten sind besser als die Stühle, zumindest aktuell. Oder wir haben uns schon überlegt, vielleicht ist es hier, bis hierhin gilt es zu und hier oben ist offen und deswegen zieht es, wenn man höher sitzt, rein, statt auf der Gras. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, wir haben hier neu sie dazu bekommen. Was kriegt denn sie für einen Namen? Ich würde ja am liebsten sagen, kann ich Leute entlassen? Weil langfristig kann ich eh keine zwei Lager behalten. Sonst würde ich jetzt Serendipity entlassen. Das mache ich jetzt auch. Wir machen das so. Und sie wird meine neue Serendipity. Serendipity. So. Dann habe ich sie wieder an meiner Seite und kann es auch unterscheiden. So, dann haben wir noch den jungen Mann hier. Der ist auch mittlerweile überzeugt, hier dabei zu bleiben. Und was haben wir drüben? Drüben haben wir noch einen Jack, ne? Jack hat drüben frei und er ist auch ziemlich negativ, ne, der Jackie? Das war dieser große Barbar. Also was ist ziemlich negativ, ist nicht richtig. Der ist ein guter Jäger und der hat auch ein bisschen Kampf erprobt und so weiter. Boah, der hat drei! Alter Vater! Okay, tut mir leid, mein Freund. Muss dich leider entlassen. Und das wird unser neuer Jackie. Alter, Vater, habt ihr das gesehen? Wo ist er denn? Wo ist er jetzt hin? Ach, der rutscht nach da oben. Leute des Clownstamms erhöht der Schaden gegen Feuersteinstamm. Ach so, ah ja, verstehe. Ursprung ist Kämpfer. Klingen, Doppelklingen, Hämmer, Großschwerter. Aber der ist kampferprobt, der ist auf Stufe 3. 60% Schadenreduktion. Okay. Einheit von Geist und Herz. Vereint Körper und Geist zu einem wilden Angriff. Hat beim Treffen als Ziel eine Chance von 20%, den Herzflussstatus zu erhalten. Wodurch in den nächsten 10 Sekunden alle Talente, die eine Auslösechance haben, garantiert ausgelöst werden. Was für Talente können denn ausgelöst werden? Sehr interessant. Aber er ist ein Weichleder. Schwacher, dumpfer Schlag. Er ist nicht gegen stumpfen Schlag... Ah, der erlittene Schaden wird erhöht gegen stumpfen Schläge um 20%. Na gut, auf der anderen Seite hat er aber die Schadensreduktion um 60%. Ich finde, das gleicht sich aus. So, Serendipity. Was kann Serendipity gut? Die ist auch ein Kämpfer, hat 75% mit Fäusting. Wow. Okay, krass. Der Clan gibt Seltmitglieder, die sich in harter körperlicher Arbeit. Okay, also Bergbau, Holzfällen, Pflanzen, Ernten ist nicht ihr Ding. Aber andere Sachen kann sie machen. Die ist auch kampferprobt in Stufe 3. Wie krass. Okay, gut, die waren beides rote, als wir sie geholt haben. Ne? Also die ist schon richtig gut. Was hat sie sonst? Gewohnheit für Tomaten. Isst leidenschaftlich gern Tomaten. Okay. Schmale Hans
Haben wir noch Tomaten da? Was hat er denn hier angepflanzt? Hier ist Kürbis, die brauchen wir auf jeden Fall. Mais ist auch wichtig. Hier. Was haben wir denn hier? Da haben wir Kakaofrucht, die haben wir auch noch nicht gesammelt. Dann machen wir hier Tomaten. Tomatensaatgut. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ob wir, wo ist unser Grinder? Ah, hier, da. Wir brauchen Tomatensaatgut. Tomaten hatte ich auf jeden Fall mitgeschleppt, meine ich. Da, Tomatensaatgut. 100. Schmalitz ist der Betreuer, der macht ja auch den Garten. Den habe ich komplett hier eingesetzt. Sehr cool. So, wir brauchen aber die. Die müssen jetzt hier ein bisschen was schaffen. Was können die denn sonst noch gut? Wir können ja nochmal gucken, was jetzt hier Jackie einmal kann. Was? Der ist auf 121? Ich dachte, 120 wäre das Maximum. Ich dachte immer, 120 wäre das Maximum. Wie kann Jackie 121 sein? Ist das irgendwie so ein Special Ability oder was? Was ist denn hier los? Okay, Fäustlinge. Da geht er ab, der Jackie. Okay, unser Serendipity. Holz und Stein. Pflanzung ist sehr gut. Oh, die könnte unsere... Okay, mit dem Hammer ist sie sehr gut. Aber war hier nicht irgend so ein Negativ-Buff bei Serendipity mit dem Hammer? Gut, die verändern sich ja noch, die Werte, ne? Von daher ist das ja gar nicht mal so schlimm. Ja, ich glaube, mit Pflanzung ist sie höher, ne? Weil wir gucken mal ganz kurz, ob wir sie für die Felder einsetzen können. Wie war das mit der Kornkammer, müssen wir, ne? Pflanzung 87. Serendipity ist stärker. Dann wird Serendipity jetzt unsere neue Pflanzdame. Ah, ich höre gerade, es geht auch höher. Okay. Ja, dann lasse ich Schmalans hier die Sachen schleifen. Serendipity kann das Ganze einpflanzen, ne? So, was kann Jackie gut? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ofenfeuerung mit 100. Ansonsten sehe ich hier... Werte sind schon gut, aber... Okay, Jackie braucht Fäustlinge. Wir können ja mal gucken. Wer ist denn hier eingesetzt? Barbie ist bei 94. Oh, Serendipity ist bei 99. Hier, noch mehr. Rote Zor... Achso, die ist ja drüben. Ah, die habe ich nie mitgenommen. Die ist 100. Ja, weißt du was? Dann nehmen wir Serendipity hier für das Waffenherstellen. Und dann soll die einfach mal hier ein paar Bronzefäustlinge. Nicht genügend Brennstoff. Ah, da brauchen wir Kohle. Muss ich die selber reinlegen, die Kohle? Wo wird denn Kohle eingelagert? Weil eine Kohle hatte ich definitiv hergestellt. Wo ist denn die Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich habe keine Ahnung, wo Kohle reingehört. Stein? Nee. Aber müssten die sich nicht selber... Ah, hier. Holzkohle. Bei halbgare Sachen. Okay. Gut zu wissen. So. Kohle. So, warten auf Betreuer. Und dann würde ich sagen, was ist denn, wo ist unsere Schmelze? Die haben wir auch draußen hingestellt, ne? Ich will mal ganz kurz was gucken. Haben wir denn noch Rohmaterial mitgenommen? Wir haben Bronze, haben wir, Kupfer und... Ne, das sind Zinnbarren und Kupfer 16. Oh, wir müssen Kupfer holen. Alles klar, Mission Kupfer. Da brauche ich aber erstmal noch eine gute Spitzhacke, hätte ich gerne. Warte mal, lasse ich das hier auch herstellen. Das war an der... Bau... War das hier? Nee. Wo ist denn Spitzhacke? Steinspitzhacke? Nein. An der Handwerksbank. Ach, du bist die Bauwerkstatt. Wo habe ich denn die Handwerksbank hingestellt? Da. Eine Bronzespitzhacke als Ersatz, bitte.
Jo, passiert. Und wer betreut hier? Barbie betreut. 96, 95, 94. Ja, das passt auch noch. Entschuldige, Barbie. Hier holt sich Material. Da können wir Kupfer, da können wir... Achso, haben wir hier oben die Mine mit dem Barbaren, ne? Macht sie jetzt hier? Ach, sie macht die Fäustlinge, sehr gut. Weil dann kriegt Jackie die Fäustlinge. Wenn der hier auf 121 hochleveln kann, ist ja spitze. Ist Barbie schon fertig? Leder ist nicht vor... Was, wir haben kein Leder mitgenommen? Ach du Schande, vom ich wollte eigentlich heute nochmal losreiten. Wie lange denn? Wir haben schon 10 Minuten hier gelabert. Wir haben kein Leder, verdammt. Wir haben aber Bestienhaut. Leder. 100 Leder hätte ich gerne. Gerberflüssigkeit ist nicht von. Ja, ich habe ja noch nichts. Ah, ich habe noch nichts angesetzt, ne? Gerberflüssigkeit. Auch 100. Ja. Und wen haben wir hier eingesetzt? Big Mama ist bei 111. Ja, ich glaube, besser wird's nicht. Ja, Big Mama, ich stehe dir im Weg. Entschuldige bitte. Ja gut, dann kann Barbie jetzt aktuell nichts machen. Dann ziehe ich die jetzt ab und nehme die mit zum Kampf. Barbie? Komm mal mit. Ich brauche deine Hilfe. So, wo ist Flauschi? So, wo wollen wir hin? Da wollen wir hin. Genau, ich wollte hier zu diesen Fragezeichen. Da oben hätte man das Kupfererz. Ich weiß nicht, wie ist das? Elite-Waldhund. Das wäre doch eine schöne Aufgabe, oder? Na dann. Auf in den Kampf. Vielleicht dürfen wir dann gleich zurückrennen. Sollen wir uns das Feuer erst holen? Oh, da ist eine Ruine, sehe ich gerade. Hier ist eine Ruine, Moment. Oh, Waldhund. Ja, 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 ich komme ja. So, Flauschi, du bleibst mal bitte da stehen. Barbie, Fass. Aber ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Bin ich mir relativ sicher. Auf jeden Fall ein paar neue Kristalle. War hier nicht auch eine Steintafel irgendwo? Kann es sein, dass nicht in jeder Ruine eine Steintafel ist oder dass sie vielleicht an anderer Stelle klebt? Ha. Huh. Okay. Jo. Dann bin ich... Da ist er doch. Oder? Nee, ist keines, nur... Nee, da ist genauso eines, gehört zu der Ruine. Schade. Na gut. Zurück zu Lück. Achso, sollte man das Material vielleicht mitnehmen? Naja, das ist normales Standardfleisch, ne? So. Dann lassen wir das Fragezeichen aufdecken, würde ich sagen. Ach, wir haben schon wieder 17 Uhr. Ich habe schon wieder den ganzen gesamten Vormittag hier rumgemacht. Oh, 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 warte mal. Hier sollten wir aber nicht runter. Wie kommen wir denn da rüben rein? Nein. Oh Gott.
Kommen wir hier rechts hoch? Jo, das sieht gut aus. Scheint auch eine Ruine zu sein. Dahinter ist aber irgendwas. Da geht die. Ja. Ich komme. Was? Lebenslanger Feind? Was habe ich gemacht? Das sind Spuren. Dschungelpanther. Hä? Ich hab kein Dings dabei. Ich hab keinen Käfig dabei oder sowas. Oh nein! Ist das jetzt etwa das mit dem Baby? Oh shit. Wo? Ich muss mir Fallen machen, Leute. Okay, ich mach jetzt erstmal hier oben. Da ist noch einer. Ich muss mir diesen mittlere Falle machen, dass wenn ich hier ein Jaguar-Baby finde, damit wir das einfangen können. Ist hier noch eine Tafel oder sowas? Aber ich verstehe. Da sind noch weitere Spuren, sehe ich gerade. Warte mal, haben wir hier noch eine Tafel? Jetzt ist die Frage, muss ich... wie funktioniert das mit den Spuren? Tauchen jetzt in der Umgebung immer weitere Fußspuren auf, oder wie geht das? Weil die Fußspuren gehen ja in die Richtung, oder? Also er ist ja nicht rückwärts gelaufen. Ja toll, jetzt ist das Licht aus. Okay, Leute, wir machen das folgendermaßen. Wir machen einen kleinen Cut. Ich finde... Da sind sie. Da. Da sind wieder welche. Okay, pass auf. Ich markiere mir jetzt die Stelle. Ich komme hierhin zurück. Wir machen uns hier... Da müssen wir uns nichts markieren, weil da Ruinen sind. Wir machen einen kleinen Cut. Wir sehen uns morgen früh wieder. Ich nehme jetzt hier El Paco mit. Quatsch. Flauschi. Sorry, liebe Grüße an den Voucher. Ich reite kurz nach Hause, mach mir eine große Falle und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Und dann gucken wir, ob wir hier eventuell Panther finden. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Hat ein bisschen was gedauert. Ich habe Fallen dabei. Jetzt habe ich einen Stuhl eingesteckt. Wieso habe ich einen Stuhl dabei? Weiß man nicht. Okay, ich habe auf jeden Fall mittlere Fallen mitgenommen. Ich würde jetzt mal ganz kurz, hier vor der Ruine ist mir ein bisschen gefährlich. Ich würde jetzt mal hier an der Wand, würde ich jetzt mal Flauschi und Barbie abstellen, damit ich die... So, und du bleibst, du darfst helfen und du bleibst aber hier. Wieso rennst du da hinweg? Kannst du mal hier hingehen, bitte? Barbie? Oh. Alles klar. Vielen Dank. So, wir müssen jetzt die... Da sind die Spuren, da vorne sind sie im Wald. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier schon sneaken muss. Wo sind jetzt die Spuren hin? Ich habe es doch eben noch gesehen. Das kann ja nicht sein. Wo sind jetzt die Spuren hin? Nein! Adrian! Da. So, wir gehen mal in die Hocke. Prüfen. Fußspur, die gehen in diese Richtung. Prüfen.
Da sind wieder welche. Pff, fällt dir ein Vogel vom Himmel. Da ist ein Tapir, hier ist eine Spur. Da geht's weiter. Da sind die nächsten. Da ist eine. Auf der Suche nach Nahrung. Ich hoffe, jetzt findet. Ich gehe mal hier in den Baum. Holt ihr den Vogel? Und ihr muss ich folgen. Markiert. Oh oh, wo will die hin? Ach scheiße, hat die mich gesehen? Nein, die verfolgt irgendwas anderes, ne? Die jagt. Und jetzt hat sie bestimmt auf dem Nachhauseweg. Ja, geil. Sie sieht mich hier durch, kann das sein? Die hat mich durch den Baum gesehen. Ah, die hat die Beute dabei. Oh Gott, wenn die jetzt da hingeht, wo ich gerade herkam. Aber die, glaube, die NPCs sind passiv, ne? Wenn die nicht angegriffen werden. Ganz kurz meine Maske nochmal auffüllen. Ich habe übrigens meine Maske geskillt, kann ich euch später auch nochmal zeigen. Damit ich mehr Energie in die Maske reinkriege und nicht die ganze Zeit auffüllen muss. Ach bitte, lass die jetzt nicht zur Ruine gehen, wo Barbie und Ken steht hier. Barbie und Flauschi. Barbie und Ken. Wo kam das gerade her? Ich weiß halt auch nicht, auf welchem Abstand ich hier hinterhergehen darf. Natürlich auch hier mit einer Blechrüstung bin ich auch wie so ein paar Büchsen. Kommt jetzt das Kleine. Am Ausruhen. Gott, ich bin so aufgeregt. Wieso hat er jetzt die Beute liegen lassen? Kommt jetzt das Kleine hier hin? Da ist es. Wie mache ich denn das jetzt? Wie fange ich das Kleine? Ohne dass der Große hierher kommt. Ah, die jagt das, den Eber. Bringt die jetzt. Ist alarmiert, hat sie mich das Kleine gesehen? Das Kleine hat mich gesehen, ne? Oder? Nee? Wo ist die Mama hin? Scheiße, wo stelle ich jetzt die Falle hin? Ist das das Kleine da drüben? Nee, das ist ja ein Großer, ist ja männlich, sehr ausgewachsen. Oh, hi! Na?
Das war die Mama. Jetzt die Frage, wo ich die Falle herstellen. Kann ich es vielleicht hier einfach hinstellen, die Falle? Nein, wo ist es hin? Ist es weg? Nee, da ist es. Ah, da ist noch jemand. Ist das? Nee, ist weiblich. Am Ausruhen. Das ist die Mutter. Fuck, wo stelle ich die Falle hin? Mist. Wir laufen denselben Weg wieder zurück. Okay, pass auf. Dann stelle ich die Falle hier vorne irgendwo hin. Ich weiß zwar nicht... Shit, 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 shit. Da wird auch gejagt. Es läuft noch links. Und hier kommt die Mama. Wenn ich die Mama kill, ist das schlimm? Nee, gell? Okay. Müssen wir nur das Kleine wiederfinden. Tapir. Da ist es. Vielleicht kann ich ja hier das jetzt aufstellen, die Falle oder so. Da sehe ich es jetzt auf jeden Fall, die Falle. Ich hoffe, das kommt zurück. Aber im Moment sehe ich es nicht. Ah, Tapir, du gehst jetzt aber nicht da rein, bitte. Da ist es. Da hinten jagt's. Ich glaube, ich gehe mal hinterher. Wenn ich vielleicht jetzt rechts weiter in den Wald gehe und die genau diesen Weg zurückläuft und dann stelle ich hier noch eine Falle auf. Guck mal, hier ist relativ frei. Ich habe ja noch drei, also ich habe ja drei Fallen. Dann stelle ich jetzt hier noch eine hin. Oder ich komme von oben. Was war denn das eben? Ich dachte, sind Ventapi in die Falle gegangen. Scheiße, wo ist das Kleine jetzt hin? Ich habe die Orientierung verloren. Habe ich die falsche Richtung? Leute, ich finde sie nicht mehr. Warte mal, da sind doch Spuren. Die kann ich ja noch... Ich glaube, ich habe es verloren. Nee, da. Abkürzungsmarkierung. Das habe ich ja nicht gesetzt hier oben. Da. Dschungelpanther. Da ist er. Das scheint auf mich auch zuzukommen, oder? Ich stelle hier eine wohin, wo die Mutter noch ist.
So, jetzt hau ich hier ab. Ich hau hier oben hinter die Bäume ab. Dann müsste ich eigentlich sehen. Ja. So, jetzt sehe ich hier die Falle. Ich weiß nicht. Okay, Leute, ich mache es jetzt so. Ich mache einen kurzen Cut. Ich warte jetzt ab, ob es in diese Richtung läuft. Und wenn es kurz davor ist, hole ich euch wie immer dazu. Ja, wir probieren es einfach. Bis gleich. Ich glaube, es ist soweit, Leute. Bewege mich kein Stück. Ich scanne nur ab und zu mal. Es schnuppert, glaube ich, meine Falle. Ich glaube aber, dass es noch ein gutes Stück dahinter ist. Ist es jetzt drin oder nicht? Weil es bewegt sich ja gerade kein Stück weiter. Oder? Normalerweise ist er die ganze Zeit hin und her gewandert. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht hinrennen und es verscheuchen. Aber es steht so starr auf einer Stelle, dass sich es vorher eigentlich nicht bewegt hat. Warte mal, ich scanne nochmal. Männlich, Level 28, bewegt sich kein Stück. Oh Gott, ich muss probieren. Bitte lass es nicht. Jo, das ist in der Falle. Oh Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es... Es war nicht drin. Es war nicht drin. Es rennt weg. Es hing irgendwo fest an der Falle. Ich lasse es jetzt mal in die Richtung laufen und warte hier einfach nochmal ab. Bis gleich. Leute, ich glaube, wir haben es. Ich bin mir jetzt unsicher. Wir hatten die gleiche Situation eben, aber die Beinchen bewegen sich nicht. Wieso habe ich die Waffen gezogen? Ich stelle mal die Waffen. Nee, nee, das ist drin. Das Es ist drin. Es ist drin, Leute. Oh, ich bin hier, mein Herz pumpt. Hier, mein Kleiner. Wir haben's. Ja. Okay, wir müssen. Tapir. Ich nehme kurz die Fallen mit. Ich lasse die eine Falle da, weil die ist mit Sicherheit auch kaputt. Oh, oh, ich bin so glücklich. Das ist echt geil. Ich habe mir... Mein Herz puckert gerade. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist nicht tot, oder? Nee, 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 das bewegt sich noch. Okay, ich lasse Flauschi und Co. lasse ich hier oben stehen. Wobei, die könnte ich auch abholen. Weil die sind noch eh in der Nähe, ne? Okay, warte, ich hole kurz Flauschi und Co. ab, weil Barbie kann mich beschützen. Was hat Kaplom gemacht? Boah, habe ich gerade Schwitzehände. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da ist Barbie. Oh, wie gut. Barbie, folge mir. F2, du bist auf Helfen und halt das Baby fest. Danke. Wir machen uns zurück. Oh, was ein... Oh, cool. Gott, war das aufregend. Wie cool, wie gut sind solche Events in dem Spiel? Wie gut sind denn bitte solche Events? Also, dass man Spuren verfolgt.
Und dann verfolgt man die Spuren, dann sieht man die Mutter im Jagen, dann... das ist aber schlecht, was ich hier mache, oder? Wie viele Meter sind wir denn hier weg? Oh. Kommen wir hier runter, ohne zu sterben? Ich hoffe doch. Kann ich springen mit dem Baby auf dem Arm? Kann ich. Dass man die Spuren verfolgt, dass man dann sieht, wie die Mutter am Jagen ist, für das Junge die Fresschen besorgt und so weiter. Dass man dann Mutter verfolgen muss, wie sie die Beute von dem Kleinen ablegt, dass der Kleine dann kommt und dass er dann noch in die Falle geht. Also so aufregend hatte ich bis jetzt keine Folge. Geil, ich freue mich voll. Tapi ist in Ordnung. Irgendwas verfolgt mich da. Ich habe keine Ahnung, wie lang wir jetzt von der Folge sind. Ich weiß nur, dass ich sehr froh bin, wenn wir das Kleine zu Hause haben. Was ist mit dem Kleinen? Warum regt er sich auf? Oh, ja. Ich sehe. Ist das dein Papa? Wenn das jetzt um Hilfe schreit... Gut, ich kann es absetzen, kann kämpfen. So schlimm ist es ja auch nicht, ne? Aber es ist natürlich jetzt ein langer Marsch. Oh Leute, wir haben ein neues Reittier. Und was für eins. Ich denke mal, der Panther kann bestimmt auch für einen mitkämpfen, oder? Kann das sein? Ist das möglich, dass der uns auch beschützt? Also, dass er nicht so ein Passivflauschi ist, sondern dass er auch mit in die Action geht, wenn wir hier... Oh, shit. Nein. Okay. Barbie, kannst du mal hier, mach uns mal den Weg frei, bitte. Das hast du sehr gut gemacht, das war sehr souverän. Barbie? Danke. Home Sweet Home, wir haben einen neuen Begleiter. Also, ein neues Reittier haben wir. Wie cool. Cool. Nein. Barbie, regelst du? Ja, Barbie regelt. Ist okay. Ist okay, wir rennen durch. Die 78 Meter rennen wir durch. Die lassen wir nicht mehr weg. Boah, was freue ich mich gerade, Leute. Cool. So. Kommt hier noch was? Ja, da. Barbie, klär das mal bitte hier. Ungebetener Gast. So, mein Kleiner. Du hast ja Blut am Maul. Puh. Okay. Du hast ja Blut am Maul. Da ist er. Da ist er, der Kleine. Gucken dir an. Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf. Wenn der ausgewachsen ist, kriegt er einen richtig schicken Sattel. Cool. Guck mal, Serendipity, was ich geholt habe. Guck mal. Guck mal. Da. Okay, hat er kein Interesse dran. Wahrscheinlich die einzige Begeisterung. Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ha, Freude.